Dieses Video hier ist in Ihrem Land leider nicht verfügbar. Diese Meldung werden wir jetzt bald wohl nicht mehr so oft hören. Denn heute Morgen wurde auf dem YouTube Creator Blog und dem Hashtag YouTube Mehr Music einfach mal veröffentlicht, dass YouTube und die GEMA, man mag es fast gar nicht glauben, es klingt wie ein April-Scherz, aber dass sie ernsthaft eine Einigung gefunden haben. Das ist ein Riesenschritt für Musik auf YouTube und Musik überhaupt in Deutschland. Denn die ganzen Musikvideos, die man vorher nicht mal einfach so anschauen konnte, die einfach gesperrt waren, wo man sich dann irgendwelche Proxtube und was weiß ich Sachen runterladen musste, kann man sich jetzt einfach so anschauen. Es geht sogar direkt ab heute los, dass die Videos alle entsperrt werden. Das kann noch einen kurzen Moment sich hinauszögern, aber im Laufe des Tages sollte man eigentlich alle Videos, die vorher auf Gründen der GEMA gesperrt waren, plötzlich einfach anschauen können. Es wurde nämlich gestern Abend wohl eine Vereinbarung geschaffen, in der endlich mal eine Regelung gefunden wurde, die quasi einerseits verschafft, dass die Fans auf YouTube die Videos anschauen können und andererseits trotzdem die Künstler irgendwie ein bisschen Geld dafür bekommen. Letztendlich ist YouTube jetzt wohl so für die Künstler wie zum Beispiel Spotify oder Deezer oder irgendwelche Streamingdienste, dass halt YouTube selber auch eine bedeutende Einnahmequelle jetzt ist für die Künstler. Das heißt, die haben jetzt also kein Problem mehr damit, die Sachen da einfach dazu veröffentlichen. Und damit ist jetzt ein ewiger Streit zu Ende gegangen, den die GEMA und YouTube miteinander hatten. YouTube und die GEMA sind zwar noch nicht hundertprozentig einer Meinung in ihren Standpunkten, wer für was zu sorgen hat, aber letztendlich konnten sie halt eine Einigung finden und mehr braucht man ja nicht. Hätten sie das Ganze noch weit ausgesessen, hätten sie diese ganzen rechtlichen Differenzen nämlich vor Gericht klären müssen. Das wollten die wahrscheinlich einfach umgehen, weil davon hätte niemand was gehabt. Rückwirkend gilt diese Einigung übrigens auch für den vertragslosen Zeitraum ab 2009, was natürlich den ganzen Zuschauern, die jetzt seit 2009 die Videos nicht gucken konnten, irgendwie gar nichts bringt, aber halt so auf dem Papier steht, dass die Regelung da wohl auch schon gegolten habe, dann ja. Diese neue Vereinbarung deckt übrigens zusätzlich zu diesen werbefinanzierten normalen Diensten auch den neuen Subscription Service ab, der jetzt ja schon eine Weile in den USA läuft, aber halt in Europa noch nicht am Start ist. Das heißt, dafür stehen die Regelungen jetzt auch schon, das dürfte auch nicht mal so ewig dauern. Übrigens muss das Ganze jetzt auch gelöst werden, das wäre ja sonst auch gerichtlich gelöst worden, weil gerade ja im Mai 2015 schon vom Oberlandesgericht München schon gesagt wurde, dass diese ganzen Sperrtafeln, die einfach von der GEMA dann bei Videos erscheinen, eigentlich rechtswidrig sind, weil dadurch eine öffentliche Meinungsbildung in Deutschland halt nicht möglich ist. Das Oberlandesgericht in München sagte damals, diese Sperrtafeln auf YouTube seien illegale Anschwärzung, Herabwürdigung der GEMA und mussten geändert werden. Das ist jetzt auch endlich geschehen. Das hat so lange gedauert. Das macht den Umgang mit Musik auf YouTube einfach um so vieles einfacher. Oh, Dankeschön. Weil ich werde mal direkt schauen, was man da so angucken kann Neues. Okay, eigentlich kann ich das eh schon anschauen, weil es... Jeder weiß in Deutschland, oder jeder, der diese Videos gucken wollte, hat sie eh schon geguckt, weil er sich dann einfach irgendwas runtergeladen hat, wie Proxtube oder ähnliches. Was natürlich jetzt alles pleite gehen wird, die ganzen Firmen, die dahinter stecken. Aber so ist das nun mal. Also tschüss und viel Spaß beim legalen Musikvideos gucken.